Herzlich willkommen von WOM Adventure. Wir fahren jetzt den Pass, der fast 4700 Meter hoch ist, runter zur tadschikischen Grenze. Es gibt ein paar Hindernisse, die wir meistern müssen, weil die Piste ziemlich anspruchsvoll ist, ja. Und dann geht es zur kirgisischen Grenze, wo wir dann auch übertreten. Und genau da nehme ich euch mit und ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß beim Schauen. Jetzt geht's wieder runter im ersten Gang. Ach, ist das schön. Jetzt geht es runter in die Talebene. Fahrradfahrer oder zwei. Also es scheint ein richtiger Boom zu sein. Die Frau. Das. Vorne kommt wieder eine Karawanserei, natürlich wie verlassen, Lost Place, aus alten Zeiten. Da ist sie. Das hier ist eine ehemalige Militärkaserne aus der Sowjetzeit. Eine Pause fahren wir immer als Letzte los und überholen dann immer alle. Das hat sich so eingespielt. Wir sind immer zuerst die Letzten, aber die Letzten werden die Ersten sein. Wir fahren über einen halb kaputten Damm das letzte Stück. Boah, sind wir ganz nah, der ist so nah, aber man soll nicht. So eine gute Straße hatten wir schon lange nicht mehr, kann 60 fahren. Da haben noch die Russen gebaut, auch dieser Grenzzaun ist noch aus der Sowjetzeit.
sich einen dieser Anblick. Dahinter die Schneeberge. Ich weiß nicht, ob die bereits zu China gehören. Und da auch der See, das ist dann unser Ziel, zu übernachten. Wieder Fahrradfahrer. Wahnsinn, wie viel das darüber gehen. Die schieben. Mal fragen, ob sie ein Problem haben. Waren Australier oder Amerikaner? Sie schieben das Rad, weil sie extremen Gegenwind haben. Diese Straße über mehrere Kilometer, nur geradeaus. Und der schöne blaue See. Kakakul. Kakakul. Wir kommen an in Kakakul. Kaka. Kara, nichts Kaka. Aber da stand Kaka. Da stand nichts mit Kaka. Doch, K-A-K, Kaka. Kara. Hier kann man wunderbar Kaka machen. Karakul heißt es. Also, Kara oder Kaka, egal. Es ist wieder mal cool. Das Dorf ist ziemlich verlassen. Lost Place. Wir fahren mittendrin durch, aber ich glaube, wir kommen nicht weit. Mal schauen. Doch, ich komme durch. Und sieht auch jetzt freundlicher aus. Sieht stark aus jetzt irgendwie. Und wieder eine Wasserpumpstation. Da sieht es doch hübsch aus. Ja, vor dem weißen Berg, toll. So sehen die Jurten aus. Eine Jurte, was gibt es da? Vielleicht ein Homestay? Okay. Ja, genau, Homestay. So, Tagesetappe geschafft. Jetzt geht es da an den See. Spontanes Einkehren in der Jurte und wir wollten eigentlich nur Chai, ja, aber schon nix, steht nix, was zum Essen, ja, auf dem Tisch. Die Farbe ist auch richtig schön. Also aus der Bestellung von nur Tee wurde jetzt ein komplettes Frühstück, was die junge Dame uns hier bringt. Was ist dieser Steinhaufen? Das ist in einem Dorf der Teppichklopfplatz, habe ich mich aufklären lassen. Teppich drauflegen, draufklopfen, der Staub fällt zwischen die Steine. Auch ein Trick. Neue Morgen und wir fahren weiter. Und zwar durch ein Land, das ziemlich öde ist. Es ist vor der tadschikischen Grenze. Da gibt es aber nicht viel zu sehen, da auch nicht viel zu essen für die Tiere. Einfach, ja, nichts los. Und das gilt es zu überqueren, weil wir fahren bis vor die Grenze und übernachten da. Mitten im Nirgendwo ein See. Die Landschaft wandelt sich immer mehr von einem noch rötlichen Stein in ein eintöniges Grau und hier wächst praktisch nichts mehr. Wir fühlen uns wie auf dem Mond, wenn nicht dieser Zaun da wäre. Was kommt denn da? Rechts kaputt, links Wasser und man muss vertrauend und durchs Wasser fahren und hoffen, dass es kein Loch gibt. Wir haben den Übernachtungsplatz vor der Grenze erreicht. Irgendwo hier. Wir stehen hier vor der Grenze von Tadschikistan und dürfen bei einem Militärstützpunkt parkieren, da hinten in der Ecke. Weil gestern hat es extrem gewindet und da war einigermaßen geschützt. Brauchte aber 10-minütige Verhandlungen und dann durften wir da stehen und dann kam dann auch später Abendessen und ja, die kamen mit ihren Geräten zum Aufladen, weil sie keinen Strom haben da und kein Internet, gar nichts.
Ja, und jetzt noch Frühstück haben sie auch gebracht. Also war jetzt eine nette Erfahrung da, war wirklich auch lustig. Wir haben zusammen alle gelacht und so. Ja, das war speziell. Jetzt geht's dann weiter an die Grenze. Jetzt geht's zur Grenze. Wir sind jetzt über 4000 haben wir übernachtet. Ohne Kältespray wären die Motoren nicht angekommen. Und da unten das schöne Schneefeld. Outside temperature 2 degrees und traumhafter Himmel. Es hat null Wolken. Wir freuen uns jetzt schon fast hier auf die Grenze. Und da oben ist die Grenze. Wir erreichen den Kyzylag-Pass hier auf über 4200 Meter und da warten schon die Grenzsoldaten auf uns. Der Zoll ist vorbei, jetzt geht es noch den Pass stempeln, irgendwo da in diesem Gebäude und dann können wir da vorne links raus. Ist das nicht stark? Es gibt Container mit weißen Wolken hier. So, wir haben es geschafft, wir dürfen raus. Jetzt geht es auf den Pass hoch. Ins Niemandsland geht es jetzt. Ja. Mit katastrophalen Straßen, weil sich da keiner drum kümmert, haben wir uns sagen lassen. Das hier wird wohl die Grenze sein und auch die Passhöhe. Jetzt geht es runter und da kommen ein paar knifflige Stellen, wie wir erfahren haben. Sehr knifflig zum Teil. Vielleicht müssen wir sogar ein bisschen was bauen, weil Flussdurchfahrt und so weiter. Ja, ihr seht es jetzt schon hier. Aber zum Glück ist es trocken und schönstes Wetter und kein Wind. Perfekt. Ja, wie man sieht, gab es hier Erdrutsch. Und die haben es, glaube ich, einigermaßen wieder präpariert. Aber ja, es ist ziemlich rau. Piste ist ziemlich rau, ja. Ich warte hier auf die anderen. Die haben ein bisschen länger. Gut, weiter, 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 weiter. Boah, das war knapp. Aber gut geschafft. Also bis jetzt alles im grünen Bereich, kein Risiko. Höchstens für mal einen Reifen. Als spitzige Steine hat. In Kirgistan wie in der Kirgistan erlaubt. Okay. Das ist übrigens kein Schnee. Aber vielleicht nicht gerade bei militärischen Anlagen. Wir reden gerade von der Drohne steigen lassen, weil da unten ein Checkpoint ist, aber es sei nicht verboten. Die erste Serpentine. Das ist, glaube ich, auch die schrägste. Aber alles im grünen Bereich. Das braucht echt Kondition hier den Pass hinauf.
für Fahrradfahrer, denn die Akklimatisation ist ja natürlich hier sehr, sehr schwierig auf die Steigung. Wo hier mal ein Bach war, müssen wir jetzt durch. Schräglage ein bisschen, aber das geht. Den fahr ich drüber. Wo fahren wir denn hier schräg dann? Oh, jetzt fahr ich. Da fahr ich drüber. Eine gute Falllinie fahren ist wichtig hier. Eine Herausforderung, der Bus ist jetzt irgendwie nochmal rückwärts gefahren. Weil die ursprüngliche Straße weg ist, sie ist weggeschwemmt. Das heißt, das ist geil! Da ist die Straße fertig da vorne, das heißt, wir müssen hier durch. Und für uns war ja sicher machbar, MAN, uiuiui, sehr eng. Erste Wendeaktion, die Kurve muss man nämlich steiler anschneiden. Gut, dass das Fahrzeug als Vario ja so schmal ist, deswegen dieser Weg hier geht ja noch. Der René geleitet hier mal die Spur, erst für den Christian. Bachkante entlang. Beneide sie um ihre Kondition und das auch noch in diesen Höhen. Jetzt kommt der Brummi. Der hat natürlich eine andere Spurbreite. Er hat sicher die größten Schwierigkeiten wie wir. Gerade. Achtung, René, der bricht. René, jetzt gut. Links, rüber. Voll einschlagen, nach rechts, nach links. Nein, nein, nein! Du kommst durch! Du musst aber da rüber! Unbedingt rüber! Unbedingt rüber, jawohl! Sehr gut! Jetzt gerade! Gerade! So, jetzt sind wir da an einem Checkpoint. Keine Ahnung, was der will. Die Pässe. Ja, übrigens, es war in der Nacht 0 Grad. Die Dieselheizung von den anderen zwei Fahrzeugen lief natürlich nicht. Am Morgen hatten sie noch etwa 14 Grad in der Kabine. Und die Klimaanlage von mir, die habe ich natürlich über die Nacht laufen lassen. Die läuft immer, auch in Höhentemperaturen, das interessiert die nicht. Ich hatte also 20 Grad. Das ist also auch einer der Vorteile von einer Klimaanlage, weil die höhentauglich ist. Kommt wieder ein bisschen Ackerfeld. Jetzt geht es durch eine Wasserstelle. Aber alles halb so schlimm. Nichts Schlimmes. Einfach die spitzigen Steine, das ist das Einzige, was gefährlich werden könnte.
wo hier der Fluss fließt, müssen wir jetzt durch. Das Fahrzeug ist so einfach natürlich und der MAN ist deutlich breiter als unser. Gott sei Dank ist der Untergrund fest. Alles gut gegangen. Die enge Stelle. Jetzt gucken wir das an. Ah, da ist ein Rohr, das ist schon mal gut, das heißt, es kann nicht brechen. Da ist ein Rohr. Und da sind ein paar Rohre, alles kaputt. Also das wird jetzt Millimeterarbeit, dass eben der Boden nicht wegbricht. Wahrscheinlich weiter rechts, René. Aber das da vorne ist so instabil. Ist gut, ja. So, der erste ist durch, das war ich. Ein bisschen Stoff gegeben. Perfekto! Spurbreite ist die Frage, ob das noch geht. Hier. Wahrscheinlich ist das breit. Gerade wieder durch eine Brücke gefahren mit Spalt, 10 Santi müssen wir durchfahren, aber nichts Schlimmes. Der rote Fluss, das sieht toll aus und wieder ein Fahrradfahrer, wir treffen so viele, ein riesen Boom muss das sein. Da kommt nochmal ein Fluss, Bach, ja Bach, aus mir an, ist alles nass, ziemlich feucht. Alles gut, nichts Gefährliches. So, ich bin mittendrin, ich habe die Luftfeder voll raufgeladen. Hey, dir, was sagst du dazu? Jetzt stehen wir hier einfach über diesen Bach und sind noch nicht durch. Denn davor wird es ziemlich uneben. Das rote Wasser,
rotbraun. Ja, wir kommen immer näher nach Kirgisistan. Alle sind gut durchgekommen bis jetzt. Hier auch wieder eine Stelle, wo da richtiges Geröll runterkam, aber schon ein Weilchen her. Aber angenehm zum Fahren. Da kommt eine relativ enge Stelle, nicht so schlimm. Hat genügend Material, aber da war auch mal ein Rutsch, da braucht es einen Backer. Wow, guckt euch das an, diese weite Ebene. Jetzt ist das Tal breit. Ich glaube, das Schlimmste ist hinter uns. Und es wird wieder grün hier. Es gibt Wiesen in der Ferne, wieder Schneeberge, wunderschön. Die Brücke sieht ein bisschen marode aus. In der Mitte waren. Aber sie hält. Schöne Yaks, echte Yaks, zottelige Tiere. Wow! Da sind die Yaks, eine ganze Herde, und sie bestaunen uns mindestens genauso wie wir sie. Aha, da gibt es auch neugierige Kälbchen. Ayla muss sich das auch anschauen. Wir haben die kirgisische Grenze erreicht. Vor uns wieder Fahrradfahrer. Die Grenze von Kirgisistan war topmodern, kein Vergleich zu Tadschikistan. Und man braucht aber ein Permit, was man am besten durch Destination Pamir, hier findet es im Internet,
macht, damit man überhaupt rein darf, denn die Grenze ist nur für Touristen geöffnet, also für uns. Und das ging eigentlich einfach, Kontrolle, Auto, dann Pass einstempeln und dann durften wir bereits schon rein. Unsere ersten Meter in Kirgisistan sind gleich schon geprägt von Pferdeherden, alle freilaufend, und den typischen Jurten der hiesigen Nomaden. Das hier rechts ist übrigens ein Friedhof, wie er früher war. So, wir sind im Land und hier machen wir einen Schnitt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne auf Polar Steps verfolgen. Da seht ihr genau, wo ich ungefähr durchgereist bin, für alle, die da immer wieder fragen. Ja, und danke, wart ihr dabei. Wie immer Daumen hoch. Wer will, kann auch einen Kaffee spendieren auf PayPal. Und ja, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.